Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survivally Wolfed. Wir haben ein bisschen gewartet, bis es hell wird. Und sind ein bisschen unterwegs jetzt wieder. Ach, diese Viecher gehen mir auf den Sack. Ich orientiere mich jetzt mal, solange es noch nicht ganz hell ist, an diesem Drop da hinten oder was das da sein soll. Ja, ich habe das Fleisch rausgeschmissen, ey, das interessiert mich jetzt. Oder an ah, da. Bis dahin laufen, Also nämlich okay. gucken, dass wir irgendwo Wasser finden. Und ich bin wieder bestimmt im Inventar unterwegs. Ja, so halbwegs. Na, ich gehe weiter. Kann ich oben rum oder muss ich unten rum gehen? Geht den Weg, den ich gehe. Untenrum ist keine gute Idee. Weißt du was hier? Ich benutze die Spitzhacke und bei der Falschtaste. Ich habe hier so viele in der im Inventar drin. Hier ist, glaube ich, ein bisschen Moor, aber ich brauche Wasser unbedingt. Oder Sumpfgebiet. Was ich eigentlich auch schwachsinnig finde bei diesem Spiel ist, du müsstest ja eigentlich durch das Laufen deine Aus What the heck? Deine Ausdauer verbessern, ne? Ja, eigentlich schon. Oh, da ist eine Boa. Ja, deswegen gehe ich auch anderweitig. Oh, da kommen Da zwei. sind sogar zwei. Oh Ich Mann. sehe nichts. Scheiße, ich muss weg. Ich sehe nichts. Ich bin die andere Richtung gegangen. Ja, hier, ich komme auf dich Ja. zugelaufen. Warte. Okay, eine ist tot. Ich bin jetzt erschrocken, ey. Was willst du aus den rausholen? Alles, sprügel die. Sollen aufhören, uns anzugreifen. Die hatten wieder coolen Loot. Oh nee, hier ist ein anderer Fleischfresser. Aber ich muss ans Wasser. Wow, was war das denn? Das ist viel. Diese Sch ein Caposuchus. Was
muss unbedingt ans Wasser. Gut. Komm, wir gehen jetzt mal zum Wasser. Aber vorsichtig. Gott, hier fährt wieder irgendein Typ durch. Ja, ich hab's mitgekriegt. Da sind wieder Boas ohne Ende. Mein Gott. Dann lauf doch jetzt schneller ins Wasser. Ich habe gerade Sicht 0-0 gehabt. Hier ist Wasser. Ja, ich bin vorsichtig. Ich laufe vorsichtig. Ich will hier ich schnell wieder auch weg. Nicht da rein. So. Oh, jetzt renne ich weg. Ich renne hier hoch jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf den Quackmoor-Kack hier. Oh, da ist auch schon wieder eine Titanboa. Greift aber irgendwas anderes an. Ja, pass auf, die kommt gleich. Was greift denn die da an? Morla. Sicher, das ist nicht eher eine Schnecke. Ne, das ist eine Schnecke. Boah, bist du wieder vor mir gespawnt, ey. Deswegen hab ich auch gekackt. Guck mal, da ist der Gebetsbaum. Ab mit dem Ding! Damit diese Scheren fortpflanzen, die ekligen. Wir müssen mal wieder einen Schlafsack platzieren. Hast du genug Zeug oder soll ich machen? Ich baue ein. Oh, da oben ist ein Bohr. Pass auf, ja, ich kann mich gerade nicht bewegen, weil der gerade am Craften ist. Ah, okay. Ist die also uns ich würde den nicht hier. Ich würde ja den Schlafsack auf jeden Fall mal nicht hier platzieren. Ja, wo soll ich denn sonst platzieren? So, hier mittig. Ja, was greifen die dann ja schon wieder an? Mhm. Ich mache halt hier am anderen Gebetsbaum. Ja, ja. So. Ja. Oh, ich hab ein Dilophosaurus-Ei. Dachtest du wohl, wahr? Ich hab Nachtsicht am Tag. Mal, wurde es angespuckt hier? Missgeburt. Der ist schon tot. So. Geh weg. Aber wir werden viel Polymer brauchen für die Ausrüstung zu reparieren. Ja, aber ich glaube nicht, dass hier so Viecher am Quackmoor sind. Nee. Leider so. Nein. Irgendwas komisches. Toll. Man hat den Inventar, da ist noch Gammelfleisch drin.
gucke ich mal, was bei mir rauskommt, falls der Ding ein Inventar hat. Die Titanbohr hatte bei mir Gammelfleisch. Bei mir nicht. Bei mir hat so das Gift. Ja, oder halt das Gift. Sieht für mich aus wie Ja. Gammelfleisch. Das ist Gift. Das brauchen wir aber für Giftpfeile und so. Aha. Wenn ich mir eins behalten habe, dann das. Ja. Ich höre dich, aber jetzt sehe ich dich wieder. Der Kack muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Anscheinend nicht. Ah, hier ist irgendwo eine Boa. Ja, die legt sich damit was an. Mit einer Dann geht ja laufe noch. ich mal. Mit einer kommt man ja klar. Mit zweien vielleicht auch noch. Aber bei drei wird's kritisch. Ja. Wir werden wieder ausgelacht. Da geht's aber tief runter. Ja. Ich sehe jetzt aber ja Dinos hin und so. Weißt du, was ich mir heute im Aldi gekauft habe? Was denn? Dino-Eiswaffeln! Nein, Doch, die. Ich habe wirklich? jetzt Dino-Hörnchen gekauft, die waren im Angebot. Oh wei. Direkt mal eins gegessen, war. Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Da habe ich mir noch Kuchen gekauft für morgen. Ja. Okay. Und was habe ich noch gekauft? Kekse, 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 Kekse. Letztes habe ich voll Bock auf Kekse. Okay. Keine Chips oder so, eher Kekse. Ich mache nachher, wenn wir fertig sind, mache ich Hefeküchelchen. Was machst du? Hefekuchen, also Hefeküchelchen. Weiß aber, was das ist, oder? Ja, ich weiß, was Hefekuchen ist. Okay. Habe ich genug Süßkram dann für die Ich habe nächsten 500 Jahre? schließlich eine Oma, die noch lebt und gebacken hat jahrelang. Ich habe auch eine Mutter, die backen kann. Was willst du jetzt damit sagen? Dass ich Dass auch ich backen keine kann. habe. Das hast du gesagt. Nee, Naja, ich dass du eine weiß, dass Mutter hast, weiß ich. Die tut mir voll leid. Deine auch. Deine tut mir auch voll leid. Ja. Nee, ich hatte gestern Abend kurz, nachdem ich heimkam, das ist noch flott in Kaufland. Da hatten die Hefe im Angebot. Habe ich mir direkt mal ein paar Würfeln gekauft. Dachte ich mir, ja, komm, machst du Hefekuchen? Da ist unser Lagerfeuer. Wir im Kreis gelascht. Anscheinend. Ja, und dann mache ich heute Abend noch Hefeteig, dann mache ich morgen früh selbstgemachte Brötchen. Oh ja, ich muss auch mal wieder Brötchen backen. Und Brot auch mal wieder selbst machen. Ja. Ah, das Fleisch holst du raus, aber das Gammelfleisch lässt du drin, oder was? Machst du doch auch immer. Gar nicht wahr.
Da habe ich mir noch heute Morgen schnell Sonnenblumenkerne und Mohn gekauft für die Brötchen. Ach, machst du Mohnbrötchen? Ja, oder Körnerbrötchen eher gesagt. Ich esse nicht gerne normale Brötchen. Das sind zwei Stück, gell, oder? Ja, die eine ist beschäftigt, die andere kruselt da rum und da habe ich einen Dilophosaurus noch gesehen. Ah, die Boa kommt auf uns zu. Entschuldigung, falls ich dich gerade getroffen habe. Keine Ahnung, hier hat es nur gewiggelt. Okay, also, Plan ist. Und vorsichtig. Durch den Moor zu bewegen. Alright. Ich entledige mich mal da der Boa. Aber auch wenn sie den einen angreift. Hier ist noch irgendwo eine Boa. Ja, ich höre es. Ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Die geht auf eine Schnecke. Hör auf, ich nehme den Körper jetzt mit. Alter, bin ich langsam. Guck mal. Hallo, hör mal auf. Guck mal. Hast bei mir nur gewiggelt. So, kann ich gerade mal mein Level up weghauen? Die kommen erstmal hier auf die freie Fläche, bitte. Trinken wir mal was. Oh, das Wasser. Ich Hier muss ist mal ein gerade gelber hier Drop. links. Ja, ich muss mal gerade hier links ins eklige Moor. Und komm doch zum Drop. Ja. Ich bin da auf dem Weg. Ein GPS! Ich habe ein GPS gefunden und Bauplan primitiver Terrorbird. Ach, den Terrorbird kannst du behalten, brauche ich nicht. Aber ich habe ein GPS gefunden. Okay. Stimmt, da wollte ich mal gucken, weil ich habe ja gestern, wo ich geguckt habe, wegen der Entfernung, ne? Ja, dann müsste doch dieses GPS eigentlich auch anzeigen, wo wir sind. Da habe ich auch im Dings gesehen. Ja. Dass es ein GPS gibt und dann wollte ich mal nachgoogeln. Jetzt die mache ich dann nach der Aufnahme. Wofür das ist, ob man da irgendwie doch die Ja, deswegen sage ich ja, theoretisch gesehen müsste das GPS. Ich bin. Was zur Hölle war das denn? Müsste doch das GPS anzeigen, wo wir sind. Da guck doch mal jetzt. Wir sind ja auf einer freien Fläche. Naja, ich will ein bisschen weiter weg noch, weil hier ist gerade irgendwas. Ein Ich Carnotaurus. komme gerade. Ja, ich komme gerade nicht weiter, weil das Riesenvieh die Erde beben lässt. Glaube, das kann man auch ausschalten. Das Erdebeben, dann mach das bitte das nächste Das Mal. Das musst du tut bei dir einem selbst. Ich guck so da mal, ob was weh. in den Servereinstellungen zu sehen ist. Lass mal hier, warte mal. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Komm mal mit. Wir gehen mal hier hoch. Ich will hier raus aus dem Quackmoor jetzt. Weil das Und geht aus dem. so auf den Sack, ey. Auf die Tränensäcke. Ja. So, warte mal, stimmt, dann google ich eben, dann musst du mich mal eben beschützen. Ja, ich muss erst mal zu dir kommen. Dann google ich das mal eben. Ja.
Ich schau da Google, mal my die. Ich friend. mach da mal ein So. Lagerfeuer, ne? Ja, mach mal bitte. Arx, Waffel, Evolved. Ich sehe aus. GPS. Was? Geil. Ich sehe aus. Okay, warte mal. Das GPS ist ein Navigationssystem, das ihren genauen Standort auf der Insel anzeigt. Funktioniert auch bestens als Kompass. Voraussetzung Kompass. Ja, wie nutze ich den? Alter, bin ich jetzt erschrocken. Okay. Okay, warte mal. Jesus Christ. Hallo Feuer. Ich gebe dir mal eben ein bisschen Fleisch. So 19 Stück. So, warte mal. Warte mal. Wow, das Oh, ist nice. einfach. Wird's angezeigt? Was ist ein LAT und LON? Latitude, Dingsbums, das sind, glaube ich, diese Koordinaten. Also laut Lagerfeuerposition befinden wir uns, wenn ich nach da gucke, geht es da Richtung Westen. LAT 57,5 und LON 59,2. Okay. Und ich weiß jetzt, was doch mit. Das heißt, wir müssen, wenn wir zu Hause sind, müssen wir uns die Koordinaten aufschreiben. Okay. Okay. Kann ich das Ding auch werfen? Nee. Aber ich kann es mir voll vors Gesicht halten. Cool, dann haben wir Ach, jetzt ein geil. GPS. Nicer Dicer. Und ich muss pinkeln. Geile Scheiße. Dann geh pinkeln. Wir sind am Aufnehmen. So, ah, du läufst schon wieder weg. Ja. Immer diese Läufer hier, ey. Hoppala. Und ich laufe auch noch gegen den Felsen. Auch gut. Auf jeden Fall müsste ich mal so langsam in die Base, weil ich habe 400 Leder on the stack. Warte, dann kommen wir, gehen wir noch mal zum Lagerfeuer. Hoppala. Schreibe ich mir mal die Koordinaten auf. Hm. Hahaha, ha, ha, wir kennen ja jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen. Wo ist das Lagerfeuer? Da. Oder? Wo ist das Lagerfeuer? Hallo? Ja, das ist hier. Warte mal, ich muss mal eben kurz zum Block. Leute, wenn ihr jetzt was hört, das ist raschel, raschel, baschel. Du bist erschöpft. Ja, ich weiß, dass ich erschöpft bin. Bin ja auch gelaufen, du Vogel. Du bist seit langem mal wieder erschöpft. Krass, ich war schon seit Ja. Ewigkeiten nicht mehr erschöpft. Okay. Kannst du einen Schlafsack bauen? Einen Moment, ich hab gerade was getrunken. Wie nenne ich denn die Gegend hier? Ja, kann ich. Moorquack. Quackmoorrand, ne? Sumpf. Ja. Ich bin überladen. Ja, nee, ist klar. Geil. Sumpfgebiet. So, So. W-L-A-T 5. Weil ich habe 3 Stacks Leder, das will ich jetzt mal so langsam loswerden, eh. Das ist ja nicht mehr normal, weil ich da so Habe ich mir viel getan aufgeschrieben. habe. Ich kann nicht damit schlagen. Kannst aber auch sein lassen, ne? Wo ist der Schlag? Ach da. Warte mal. Schnellreise. Warte mal, wo ist denn die Base? Wo waren wir denn? Du hast das GPS, du müsstest das wissen.
Nochmal. Wir waren an der Kiste, ne? Ja. Oh, da stehen ja auch die Koordinaten. Du müsstest eigentlich mitkommen, ne? Was zur Hölle? Ih, wieso bist denn du ausgezogen? Zieh dich mal wieder an! Hä, wo ist mein Inventar? Mein Inventar ist weg. Bau mal eben einen Schlafsack, bitte. Ja, Moment. Mein Inventar ist weg. Ja, ich bin am Bauen. Der Schlafsack da oben wurde nicht angezeigt. Oh, der ist weg. Warte mal. Ich habe hier einen Schlafsack, der angezeigt wird. Entfernung 1210949. Was? Ich guck mal was gerade. Was für eine Entfernung? Ja. 210949. Ne, der wird mir nicht angezeigt. Ja, das ist, glaube ich, weil ich den Schlafsack gesetzt habe. Warte. Ich guck mal grad. Das geht nicht, wenn ich da nicht hinreisen kann. Ja, geil, mein Inventar ist auch jetzt weg. Warum? Alter, verliert man ständig sein Inventar, wenn man reisen tut? Was ist das denn für normalerweise ein Schwachsinn? Normalerweise müsste dein Inventar im Rucksack sein. Guck mal eben. Im Schlafsack. Nee, nee. Achte. Warte mal. Items fallen lassen. Aufheben, ich kann nur Schnellreise-Items fallen lassen in Klammern, umbenennen Schlafsack, aufheben Schlafsack, abreißen Schlafsack. Na, Axel. Ich google mal eben. Das ist ja voll für den Arsch, ey. Okay, da gibt es keine vernünftige Lösung. Die schreiben immer bla bla bla. Ach, jetzt muss ich mir auch noch Video angucken. Du hast hier doch die Koordinaten aufgeschrieben, oder ne? Ja. 57 5 59 3. Ja, warte mal, es kann sein, dass sie jetzt komplett weg sind. Kann sein, dass das ein Bug ist. Super.
ist ja Minecraft. Weiß ich, Endertruhe? Wollt ihr mich verarschen? Okay, da ist jetzt auch. Nochmal. Ah ja, hier steht's. Das Bett muss auf einem Fundament aufgestellt werden. Es ist möglich. Ist ermöglicht. Ein Bett kann aber nur alle 5 Minuten benutzt werden. Alle Betten sind im Schnellreisemenü miteinander verknüpft. Wenn du Schnellreise verwendet wird, lässt der Spieler, welcher es nutzt, sein gesamtes Inventar in einem Rucksack fallen, welcher nach einer gewissen Zeitspanne verschwindet. Darum sollte von der Benutzung der Schnellreise das Inventar in eine Kiste gepackt werden. Das heißt, mein Inventar Ist fort. ist da oben. Ja. Und wo ist meins? Das wird dann auch da oben sein. Obwohl, das Okay. müsste eigentlich hier sein. Wie gesagt, wenn ich aufs Inventar gehe, Schnellreise Dreieck, also steht ja drunter, steht ja halten für mehr Optionen, ne? Halte ich das gedrückt, habe ich dann nur Hier ist dein Schnellreise-Items. Inventar. Hoppala. Was, wo? Hier oben. Hier ist dein Inventar. What the fuck? Alter, was macht denn das da oben? Was ein Schwachsinn. Was steht denn da, wie lang es verfällt? Bis wann es verfällt? Ach, ist Das vorbei. habe ich jetzt. So, Sorry. die Folge ist vorbei übrigens. Wie das Ganze weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski. Tschüss.